Na, da geht gesagt, geht nicht. Es geht um die Domain der Mistkäfer. Also du kommst hier schon beklopft vor, wenn dir das jemand sagt. Der Mistkäfer.com, falls es jetzt jemand interessiert, die Webseite sieht grauens aus. Aber. Also nicht der Mistkäfer.de? Vertrag endet bald. Januar irgendwann. Da dachte ich mir, zwei Monate vorher, kannst dich ja mal drum kümmern. Und dann hast du schon gekündigt jetzt. Nee, jetzt noch nicht, weil er wollte das dann irgendwie direkt machen und ich sollte halt zuerst meinen Webspace leerräumen. Okay. Das hat irgendwie keinen Sinn gemacht für mich, aber er wird schon recht haben. Ja, damit du die Daten hast. Aber wenn mein Vertrag noch bis Januar läuft, muss er das ja jetzt nicht machen. Vielleicht wollte ich den gleich wegtun. Ja, aber das will ich doch nicht. Ich bezahle doch für die Scheiße. Der Ja, Vertrag aber. läuft ja bis Januar. Wenn der Jahresverträge wieder abschließt. Normal schon, ja. Ich zahle ja dann nicht mehr Geld als das, was ich krieg. Schau mal, wie viel Kredit wir kriegen. Haha, super. 200.000 ist die Kreditsumme. Okay. Heißt, das wird nichts mit unserem schönen Leben. Du weißt, wir nehmen den Kredit und hauen ab. Ja. Eine Idee gewesen. Habe ich auch schon oft vorgehabt. Ich dachte mir so, dass wir jetzt noch 500.000 aufnehmen und abhauen, fertig. Also, Aber du wirst nein. das dort hinten wohl auch mitnehmen. Nein, kein Interesse daran. Ich wäre einfach gerade weitergefahren, das wäre uns. Ich brauchte mal schnell ein. Können wir nicht irgendwie erben oder so? Ja, also ich hätte ja da so den Money Sheet Mod so. Könnten ja erben. Da stirbt jemand, dann können wir erben. Ja, Murdoch ist gestorben. Ja, von den kann er erben. Er war immerhin unser Angestellter. So, wir haben ja noch ein Feld. Wir wären heute nicht fertig. Nett. Du könntest dir auch mal hier was Sinnvolles machen. Wer ich? Ja. Was glaubst du, was ich tue, du Idiot? Du Idiot da. Ich tu da, ich bin der Einzige, der hier Geld macht. Ja, das war ich sonst immer in den letzten Folgen. Jetzt bin ich es. Muss ich da das Geld machen? Du machst aber nicht viel Geld. Ich habe immer mehr Geld gemacht. Ja, super. Ich habe nie einen besseren Anhänger gekriegt. Wenn das scheiß Gras heute da nichts mehr wert ist, wenn alle kiffen. Wurde heute wieder gefragt, ob ich nicht doch eine Zigarette habe. Oh. Ich wurde heute zum Frühstück 10-mal gefragt, ob ich nicht doch Kaffee trinke. Hast du gesagt, nein, ein Tassen Ich habe Tee, mir immer bitte. dankend abgelegt und abgelehnt, habe meinen Schnaps genommen und mich zugegeben. Nee. Haben meine Schnaps genommen, den Teebeutel reingeklatscht und fertig. Schnaps und Tee. Und gesagt, das ist gesunder Tee. Genau, so schaffst du mich erhitzen, damit sich der Teebeutel auch auflöst. Das ist dann Schnaps mit Tee. Ich will das nicht trinken. Schmeckt gut, ey. Bau mir hinten auf! Rose. Aber diese realistischen Rundumleuchten, ich sag dir, die sind geil. Auf wie bei die Warnblinkanlage Ich hab alles an. an. Weil da jemand hinter mir fährt. Das war eigentlich super. Auf null. Am Augenblick.
Da gibt Gas hier, Vater. Aber es schaut eigentlich auch nicht so schlecht aus hinten, dieses Dreieck aus blinkenden Lichtern. Ja. Und wie viel Kamera fährst du? 9. Was, da fahr ich auch mit 9. Du haltest den ganzen Verkehr auf, was ist das eigentlich? Ja, so voll, wir sind hier auf dem Feld. Ich halte den ganzen Verkehr auf. Das ist voll schlimm. Ja, also ich habe ausgerechnet, wir brauchen alle Felder, somit brauchen wir mindestens 1,5 Millionen. Ja, wir müssen erben, es bringt nichts. Also wir brauchen hier Feld 18, Feld 8, Feld 7, Feld 5. Ah, ich fahr wie ein Bekloppter. Leid, ja. Ich hab zu viel gesoffen, Alter. Ja, hast du gesagt. Kaffee wollte das nicht, aber Schnaps. Aber die Ede, die wollte nur Kaffee und keinen Schnaps. Man kann auch in Kaffee Schnaps rein. Aber eigentlich immer noch Sekt, abgesehen davon. Das macht einen Unterschied, glaube ich. Man kann ja einfach statt Wasser dann Schnaps nehmen und dann wird halt Schnaps stehen. Ja, der eine Typ Kaffee. Hat wirklich Wasser in seinen Schnaps reingekippt. Also Sekt. Verdünnt. Verdünntes Wasser. Ich sag dir. Habt das nicht einfach mit euch. Mamma Maria. Oh. Hast du eigentlich das Rentier weitergebaut? Nee, noch nicht. Das kommt morgen wieder dran. Kommt morgen. Faktoria müssen wir auch mal wieder weiterspielen. Also die Folgen könnte ich auch mal aufnehmen. Mal. Nee. Aus der Zeit bis Februar. Ich habe aufgenommen vor einem Monat. So. Ich habe es nicht geschafft, die Folgen innerhalb von 30 Tagen runterzuladen. Ich werde jetzt automatisch von der Festplatte entfernt. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Sei mir wohl gedacht, dass du die nicht hochlädst. Ja, muss ich? Ja. Ich hab doch im Dezember dann Zeit. Zeit und Internet und. Wir müssen neue Folgen aufnehmen. Werde ich trotzdem nicht hoch. Schon wieder deine Minecraft-Videos, hat auch nie hochgeladen. Doch, wo ich bei dir war. Achso, die restlichen, also ja. Ja, ich muss sagen. Es gibt fertige Folgen von ja. Wie hieß die Staffel eigentlich? Es war Staffel 5 auf jeden Fall. Heute haben wir mal so den Minecraft-Mods durchgeschaut, da haben wir gedacht, gibt schon geile Mods wieder. Gibt's das neue? Ja, ein paar neue halt, so kleine Mods, die halt interessant klingen. Das gibt es schon. Es ist halt immer so eine Sache mit Modpacks machen, immer so langwierig. Also ein bisschen Pixelspiel wäre halt auch wieder interessant. Du meinst mal ein bisschen wieder etwas nicht so Schönes? Ja, okay, Faktoria ist. Doch Schönes. Ja, Faktoria ist ein bisschen schlimmer als in Minecraft. Na gut, es kommen ja dann im Update, also in der neuen Version 0.15, die im Februar erscheinen soll. Jetzt kommen ja hochauflösende Texturen. Kommen ja dann teilweise hochauflösende Texturen. Ich sag nur Joki. Okay. Nicht alles, nur teilweise. Für das, was man bis jetzt gesehen hat, sieht nicht schlecht aus. Und Space Engineers tut ja auch neue Texturen hinzufügen. Ja. Sehr drüber. Ich weiß nicht, wer mir das letztens erzählt hat. Ich glaube, es war. Murdoch vielleicht? Murdoch, ja, stimmt. Das war, wenn dann war es Murdoch. Eigentlich hat man relativ viel Spiele, aber man spielt sie nie, gell? Ja. Wir haben Haufen Steam-Spiele.
Wir sind nur zu faul zum Spielen. Ja, okay, wie mit aber. Ja, haben wir auch schon ewig nicht mehr gespielt. Ich hab mich ja weiter reingesetzt. Cheater. Ja, bin mittlerweile die 6. Und du bist noch nichts. Ja, mei. Dieses Spiel ist einfach so frustrierend. Ich weiß, irgendwie komisch das Spiel. Es ist kotzt dich an, weil die Missionen sind wirklich so irgendwie. Du bist nur jetzt. Geht's ja noch, aber dann ist es wirklich so. Nee, wie dämlich bin ich. Vor allem, wo bist du denn? Ich stehe jetzt in einem Meter, ich bin über der Abgabestation. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. So die ganze Zeit geredet. Nachgedacht. Ich kann fahr einfach mal hier hin. Bist du dumm? Nee. Nee. Oh, wie, oh, wie. Naja, ich sollte nicht mehr um 9 mit dem Trinken anfangen. Einfach mehr saufen, das geht schon. Also meinst du mehr saufen? Ja. Also, vielleicht der Schlafbauch einfach zu bisschen nützt nicht. Nee. Nö. Das glaube ich nicht. Es ist ja nicht wirklich immer später als sonst. Nee, immer gekleidet. Ja. Samstag immer, tun wir immer ein bisschen überziehen. Ja, da geht halt so bis 2-3 Uhr, aber sonst. Sonst ist alles so im Rahmen. Genau. Zwischen halb und um eins. Alles im Rahmen aller Möglichkeiten. Trotzdem. Muss man ja früh aufstehen. Und ich bin mittlerweile schon alt geworden. Ja. Ein grauen Fall. Du und deine grauen Falten, ja. Ich glaube eine Scheiße. Da hast du recht. So, ich graue Falten kriegen. Weiß ich doch nicht. Ich bin doch 16. Warum kann man hier. Wo soll ich denn das hinkippen können? Achso, Weizen wird dir nicht angenommen, dachte ich mir gerade, hey. Du musst da in das Ding reinfahren. Ja, ja, in der Halle gab, war auch irgendwie so. So, Absah. Kornschieber? Nee. Links? Ja, links mit dem Abkippen. So, wir haben bald alle Felder bewirtschaftet. So, was haben wir noch zu bereden? Keine Ahnung. Also, du setzt dich dann nach Hansi 2.0 ran. Ja. Folgenden Tag. Wahrscheinlich mal ein bisschen nebenbei halt. Jo. Mal gucken, was das so wird. Hoppala. Was ich noch alles bestellen muss. Ja, heute habe ich ja meine Lichterkette angeschlossen. Ja. Funktioniert einwandfrei. Angeschlossen und läuft. Ja. Da gibt's nichts zu meckern. Der auch eine Lichterkette. Also für die weiteren Leute unter euch, wir steuern jetzt RGB Color Strips via dem Raspberry. Genau. Ein paar Programme und Helligkeit und Mischen der Farben. Und mit Color Picker. Also ja, mit der Webseite. Funktioniert aber eh gut mit der Webseite. Ja, die Webseite macht halt alles immer komplett her. Ja, da war interessant noch ein Helligkeitsregler. Trotzdem ist es geil, wenn man immer die Programme ausführt und man hat quasi in der Tastatur die Macht über die. Über die Geräte. Farbe. Oder über die Farbe und so. Man das fühlt sich irgendwie so ein bisschen her. Gott! Gott! Jesus! Fucking Jesus Christ! So in der Art.